Werkstatt und freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute wieder eine richtig coole Kartenform basteln. Eine besondere Kartenform und funktioniert so. Also man hat hier unten noch Platz, was reinzuschreiben, wenn man möchte. Man kann es natürlich auch im Querformat machen. Und diese Kartenform nennt sich Window Slider Card. Und ich würde sagen, in Deutsch können wir sagen Zauberfensterkarte. Und ich möchte mit euch heute eben eine deutsche Anleitung machen natürlich und in Zentimeter. Und natürlich möchte ich auch schon ein bisschen mit neuen Produkten arbeiten und konnte mich aber ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden, mit welchem Stempelset ich heute arbeiten möchte. Und habe einmal natürlich das Zu, was du liebst in der sehr nahen Auswahl gehabt und das benutzen wir heute auch. Und zum anderen das Stempelset Wild auf Grüße und deswegen möchte ich euch dazu auch eine Idee zeigen, wie die Karte so aussehen könnte. Das ist natürlich eine Babykarte geworden und ihr könnt, wenn ihr diese Karte bastelt, alles aus diesem Stempelset benutzen. Das heißt, ihr braucht eigentlich kein zweites Stempelset und könnt diese Karte so nachbasteln. Und zwar habe ich hier einmal diesen wundersüßen Frosch da natürlich drauf gemacht. Der gefällt mir total gut mit dem Stempel Willkommen. Und hier zusammen sind wir ein tolles Team. Und wenn man hier anzieht, kommt hier unten das Känguru raus mit dem kleinen Schatz. Und hier oben habe ich aus einem anderen Stempelset gearbeitet, aber wenn ihr das mit diesem Stempelset machen könnt, könntet ihr zum Beispiel die Giraffe hier noch drauf stempeln. Und dann habt ihr alles aus einem Stempelset. Und es ist wirklich eine süße Karte, eine tolle Babykarte. Und ja, wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich habe diese Karte vor einiger Zeit schon mal gebastelt, also es ist schon Jahre her eigentlich. Und da hat sie so ausgesehen, das wollte ich euch eben auch noch zeigen. Und ihr seht, da hatte ich noch gar nichts von Stampin' Up, also es war wirklich ganz am Anfang. Ah doch, diesen Stanzer hatte ich schon. Witzig. Aber ich finde die wunderschön und deswegen wollte ich sie euch trotzdem mal zeigen. Okay, und wir kommen jetzt aber zu unserer heutigen Karte. Die sieht so ähnlich aus wie diese Karte dann im Endeffekt. Und ich benutze jetzt diese beiden Stempelsets. Einmal das Stempelset Tu, was du liebst. Das ist ganz neu, im neuen Katalog erscheint es dann. Und das ältere Stempelset Flower Shop. Von dem möchte ich mich ein bisschen verabschieden. Das wird es leider nicht in den neuen Katalog schaffen, aber es ist so schön. Und deswegen, ich glaube, es haben auch viele von euch und deswegen bastle ich heute mit dem auch nochmal. Und ja, ganz kurz zum Einklang in den neuen Katalog könnt ihr euch nämlich dieses Stempelset schon mal im Vorab kaufen. Und zwar in den Verkaufszeitraum von 1. bis 31. Mai 2018 habt ihr die Möglichkeit, dieses Stempelset und einige tolle Produkte vorab zu kaufen. Dazu werde ich auf meinem Blog diesen Flyer veröffentlichen und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen und könnt sagen, was vielleicht für euch passend wäre. Ob ihr lieber ein kleines Set wollt, ein bisschen mehr oder richtig eine große Power-Version. Oder auch zum Beispiel die neuen In-Color-Farben. Genau, wie gesagt, diesen Flyer, den gibt es auf meinem Blog dann zu finden und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen, was es da alles Tolles gibt. Und wir starten jetzt gleich mal los mit unserer tollen Karte. Ihr braucht dazu natürlich euren Papierschneider, der ist jetzt heute ganz, ganz wichtig, und ein paar Papiere. Ich habe jetzt hier Sommerbeere und einmal ein komplettes Papier, das schneiden wir uns gleich richtig zu. Und dann habe ich noch ein Stück Sommerbeere mit 12 x 9,5 cm und ein Stück Flüsterweiß in 10 x 6 cm. Das benutzen wir gleich. Vorher schneiden wir uns noch das große Stück zu. Das ist jetzt ein A4-Papier und ich habe die Maße so gemacht, dass ihr zwei Karten aus einem A4-Papier bekommt. Zwei Grundkarten. Und zwar ist das Papier ja eh schon 21 cm breit. Das lassen wir und schneiden es uns einfach zu bei 14 cm. So. Und dieses Stück hier, 21 x 14 cm, mit dem arbeiten wir jetzt gleich mal los. Und als erstes falzen wir uns das. Das heißt, ich nehme mir mal meine Schneideklinge lieber weg zur Sicherheit und lasse es an der langen Seite oben liegen und falze mir das zuerst auf der rechten Seite hier bei 1 cm. Und dann schiebe ich mir das weiter durch bis 10 cm auf dieser Seite, 10 cm, und falze mir das ein zweites Mal. Jetzt ist quasi meine Grundkarte schon fast fertig. Wir müssen da jetzt noch zwei Schlitze reinschneiden und das zeige ich euch jetzt gleich, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass ihr das einfach so liegen lasst. Das heißt, eure Klebelasche ist auf der rechten Seite. Dieses schmale Stück, das wir uns gefalzt haben, bleibt rechts liegen
Und wir legen diese Seite jetzt hier einmal an bei 3 cm und nehmen uns jetzt die Schneideklinge hinzu und müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, es liegt hier auf 3 cm an und wir schneiden uns hier ab 2 cm los. Das heißt, die Schneideklinge liegt hier schön an und mit diesem kleinen Näschen hier vorne sind wir hier bei 2 cm. Und das schneiden wir uns jetzt runter bis 12 cm. Wenn wir das jetzt wieder aufklappen, haben wir hier unten 2 cm und hier oben 2 cm. Und jetzt drehe ich mir das Papier einmal so rum, dass meine Klebelasche jetzt auf der linken Seite liegt und lege mir das Ganze jetzt an bei, ich muss kurz spicken, bei 9 cm, genau. Und jetzt schneide ich mir wieder, da wo ich gerade im Prinzip schon bin mit meiner Klinge, von 12 cm zurück auf 2 cm, hier nach oben. Und das ist jetzt schon unsere Grundkarte. So sieht die aus. Und wenn wir schon am Schneiden sind, nehmen wir uns gleich noch das zweite Stück in Sommerbeere und schneiden das auch ein. Und zwar lege ich mir das jetzt auch wieder an mit der langen Kante oben. Und jetzt lege ich mir das an bei 5 cm hier auf der linken Seite, 5 cm. Und schneide mir das von unten nach oben ungefähr bis 1 cm. Also ich schneide mir das nicht ganz nach oben durch, sondern ich halte ungefähr hier bei 1 cm mit meinem Näschen von meiner Schneideklinge wieder an. So sieht das Ganze dann aus. Also das hängt hier oben quasi noch bei 1 cm dran. Okay? So. Und das war schon das Ganze, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich nehme jetzt mein Abreißklebeband und klebe das zuerst mal hier auf meine Klebelasche an. Ich habe das jetzt ein bisschen zu lang gerissen, deswegen schneide ich mir das jetzt nochmal ab. Und ich kann mir das auch schon ein bisschen einschneiden, hier die beiden Ecken. So. Und dann nehme ich meinen Papierfalter und falze mir meine beiden Falzlinien nach. Einmal die bei 10 cm. Ich falze mir die so richtig schön nach und die Klebelasche auch auf jeden Fall relativ fest falzen. Denn dann tun wir uns nachher beim Zusammenkleben einfach leichter. So. Und ruhig dreimal, dreimal, viermal. So haben wir unsere Grundkarte schon fertig. Und jetzt fädeln wir uns dieses Teil in unsere Grundkarte ein. Das heißt, ich lege mir das so hin, dass meine Klebelasche jetzt nach unten zu mir zeigt. Und dieses Teil nehme ich so, dass dieses größere, breitere Stück nach rechts zeigt. Und das mit den 5 cm ist auf der linken Seite. Und so fädel ich mir das jetzt hier in mein Papier ein. Also, ich nehme das jetzt hier. Ich hoffe, ihr seht es. Also, es ist ein bisschen. Also, dieses eine Teil, seht ihr, das breitere bleibt einfach unten. Und das andere fädelt man hier einfach so durch. So, dass dieses 5 cm Teil jetzt hier wie so gewebt da einmal durchgetüdelt ist. Und dann drehe ich mir das jetzt um und lege mir das jetzt mal ein bisschen zurecht. Und zwar gucke ich jetzt einmal, dass hier oben der Abstand gleich ist. Hier oben am Rand, dass diese beiden Papiere hier schön gleich anliegen und dass diese beiden Ecken hier auch schön aneinander liegen. So sieht das jetzt aus und das werden wir uns jetzt befestigen, dass wir dann hier genügend Stabilität haben, um das hin und her zu schieben. Dann nehme ich jetzt auch wieder das Abreißklebeband und klebe mir einfach zweimal nebeneinander das hier schön an. Und auch auf der anderen Seite, wo wir ja ein bisschen mehr geschnitten haben, als der Schlitz breit ist, klebe ich mir das auch nochmal an, so zur Sicherheit. Und wenn wir das Klebeband schon mal da haben, klebe ich mir jetzt auch gleich noch den Boden fest. Und zwar klappe ich mir hier einfach meine Klebelasche mal ein, damit ich sehe, wie weit die hier geht. Und klebe mir das hier unten einfach schon mal an. Das machen wir dann nachher, dass wir es zusammenkleben. Aber so haben wir jetzt eigentlich schon alle Klebeelemente mit dem Abreißklebeband erledigt.
Okay, und wenn wir es jetzt mal ausprobieren, auf dieser Seite seht ihr das jetzt ganz gut. So lebt es dann besser. Und wenn wir es jetzt uns einmal umdrehen, sehen wir es hier, haben wir schon diesen Effekt mit diesem Schiebemechanismus. Also schon richtig cool. Und wir können die Karte auch gleich schon zusammenbauen. Vorher allerdings stanze ich mir hier noch so einen kleinen Eingriff rein. Und das mache ich einfach mit der 1-Inch-Kreisstanze. Ihr könnt euch das natürlich anzeichnen, dass es schön mittig ist. Ich versuche es jetzt mal, ja, Freihand. Wahrscheinlich wird es nichts, mal gucken. Also ich stanze mir hier so einen kleinen, bisschen weniger als einen Halbkreis aus. Und es schaut eigentlich ganz gut aus. Also es ist, glaube ich, ziemlich in der Mitte, oder? Okay, so funktioniert jetzt unsere Karte. Ihr werdet das ein bisschen schlecht sehen, weil das jetzt natürlich zwei gleiche Farben aufeinander sind. Ich lege das jetzt mal in den Hintergrund. Ja, jetzt. Dann seht ihr das nämlich auch gleich viel besser. So funktioniert das Ganze. So, und jetzt würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Babykarte zum Beispiel machen möchtet und hier die Giraffe hinstempeln möchtet, dass ihr das vorher macht. Also am sinnvollsten ist es vorher zu machen, bevor ihr das überhaupt anklebt, dass ihr das hier schon stempelt. Wenn wir Blumen hinstempeln, so wie jetzt in unserem Fall, dann können wir das immer noch danach machen. Das ist gar kein Problem. Und bei der Karte habe ich es auch so gemacht, dass ich mein weißes Element erst gestempelt habe und dann aufgeklebt habe. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir machen es jetzt mal genauso, damit ihr wisst, wie ihr das machen müsst. Und wenn ihr das aber so macht, wie wir jetzt im Projekt, kann man das, glaube ich, auch im Nachhinein stempeln. Das wäre jetzt kein Problem. Aber ich habe es so gemacht, dass ich mir jetzt hier eben dieses weiße Papier so richtig schön eingelegt habe, dass ich geguckt habe, wenn ich das ganz runterschiebe, dass man hier unten keinen Rand mehr sieht. Und wenn ich das wieder nach oben schiebe, dass man auch hier oben keinen Rand mehr sieht. Das heißt, hier kann es noch ein bisschen runtergehen. Genau, so. So würde ich mir das jetzt ungefähr ankleben. Und dann habe ich mir das hier so markiert, wie weit ich mit meinem Stempel nach oben gehen kann. Einfach mit einem Bleistift hier so eine kleine Linie gezogen. Dann weiß ich, wenn ich hier unten zum Beispiel was draufstempeln möchte, wie weit ich hochstempeln kann. Und auch hier oben, wie viel Platz ich da noch habe. Und das machen wir jetzt gleich. Als Stempelfarben benutze ich jetzt einmal die Sommerbeere. Und einmal Minzmakrone. Minzmakrone ist eine neue Farbe, die ihr im neuen Katalog bekommen werdet. Und jetzt, also die gab es früher schon mal, deswegen habe ich auch noch ein paar Papierreste in Minzmakrone, was super ist. Und was ihr hier seht, ist schon mal der Unterschied der beiden Stempelkissen. Dazu werde ich noch ein kleines Video machen, damit ihr seht, was an den neuen Stempelkissen anders ist. Und ich stempel mir jetzt zuerst den Sommerbeere einmal einfach auf ein Reststück Flüsterweiß schon mal eins meiner Blüten auf. Und zwar benutze ich hier nochmal diese wunderschöne Blüte vom Flower Shop. Die habe ich mir schon aufgezogen auf den Stempelblock und die stempel ich mir jetzt mal ab. Dann möchte ich hier auf meine Flüsterweißkarte, mein Element, das hier unten drunter kommt, den Spruch zum freudigen Anlass verwenden. Den kann man ja zu jedem Anlass verwenden, ob zum Geburtstag, zum Geburt, zur Hochzeit. Also das können wir ja wirklich absolut universell einsetzen. So. Und das stempel ich mir jetzt eben oberhalb hin von meinem Strich. Mir ist jetzt leider die Kamera ausgegangen. Ich habe hier in den oberen Bereich den zum freudigen Anlass gestempelt. Und dann habe ich mit Minzmakrone diese kleinen Blüten einmal abgestempelt auf Papier und dann noch drauf gestempelt. Und dann habe ich noch was gestempelt. Leider ist mir die Kamera sofort ausgegangen. Und zwar hier oben habe ich noch diesen Blütenstempel, diesen wunderschönen, auch nochmal in Sommerbeere aufgestempelt. Was ich euch ganz kurz an der Stelle zeigen wollte, ist, ihr seht ja hier die zwei Stempelkissen und
dieses neue Stempelkissen, das geht ein bisschen anders auf. Und zwar klappt ihr euch das einfach so nach oben und könnt euch das dann so aufmachen. Also bei dem anderen müsst ihr das ja so ein bisschen nach hinten schieben. Und das muss man bei dem neuen eben nicht, das klappt man gleich nach oben. Okay, jetzt bauen wir es zusammen und ich hoffe, jetzt bleibt die Kamera an. Macht mich schon ein bisschen verrückt, muss ich zugeben, weil ich nicht genau nachvollziehen kann, warum sie ausgeht. Normalerweise gehen die Kameras ja nach einer Viertelstunde aus, aber meine geht alle paar Sekunden aus. Und ich habe da keinen Grund dafür irgendwie. Ich nehme jetzt ein Reststück von meinen Papierresten von Minzmakrone und die große Stanze, die Sonnenstanze, und stanze mir hier mal einen Kreis aus. Und dann stanze ich mir auch gleich noch mein Stiefmütterchen aus. Das heißt, diese wunderschöne kleine Blüte. Und somit haben wir schon alle Teile und müssen jetzt nur noch zusammenbauen. Als erstes klebe ich mir jetzt die Karte zusammen, die Grundkarte. Dazu entferne ich mir hier diesen langen Streifen und diesen Streifen auf der Klebelasche. Ansonsten brauchen wir nichts wegmachen. Also alles andere bleibt dran. Und dann kleben wir uns die Karte einmal komplett zu. So. Und jetzt kleben wir uns noch unser Vorderteil hier drauf. Zuerst radiere ich mir noch meinen Strich weg. Der ist natürlich, den brauchen wir nicht. Und ich klebe mir das jetzt an mit dem Snail. Ihr könnt es auch versuchen mit dem Flüssigkleber, aber ich glaube, der Snail ist da ganz gut, weil wir den noch nicht gleich fest ankleben wollen. Hier hinten hatte ich schon meinen zweiten Versuch gestempelt. Da kommt jetzt eben der Kleber auf und jetzt versuche ich das hier gut unterzuschieben, sodass es noch nicht festklebt. Das heißt, ich ziehe mir das am besten so ungefähr in die Mitte auf und halte mir das so ein bisschen nach oben. Und dann versuche ich das so reinzubauen, dass es noch nicht gleich hinklebt. Okay. Das ist ein leichtes Gefriemel, sagt man bei uns. Ein bisschen kniffelig. Okay, und dann versuche ich das hier so aufzukleben, dass man keine weißen Ränder mehr sieht. Wenn ich das ganz runterschiebe und wenn ich es ganz rausziehe, dass man keine weißen Ränder mehr sieht. Und dann können wir es fest ankleben. So, und jetzt haben wir schon unsere Karte im Prinzip fertig. Ihr seht, jetzt funktioniert alles. Ich habe hier den Schlitz ein bisschen weiter nach oben geschnitten als hier und deswegen ist es ein bisschen schief. Aber das ist, ja, glaube ich, in Ordnung. Und dann können wir gleich unsere Deko aufbringen. Ich klebe mir jetzt einfach zwei Dimensional ungefähr auf die Mitte von meiner Sonne und ein Dimensional hinten drauf auf meine Blüte. Und das klebe ich mir hier so mittig auf mein unteres Teilchen auf. Und dann nehme ich noch das silberne Garn und mache mir da ein paar Mal, wickel mir das um den Finger und klebe mir das dann noch unter meine Blüte rein mit einem Glue-Dot. Wo ist er? Hier. Das klebe ich mir einfach da so auf. Mir das dann noch hinten drauf auf meine Blüte und wenn was an der Seite raussteht, dann kann ich das gleich noch wegschneiden und das Ganze relativ mittig dann auf die Sonne aufkleben. So, und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mir hier oben mit Bleistift eine Stelle markiere, so relativ mittig von meinem ausgestanzten Bogen, und hier machen wir uns noch mit der Stanze in ein kleines Loch rein.
So. Und ich habe auch schon ein bisschen von dem Minzmakronenband. Da schneide ich mir jetzt ein kleines Stückchen runter. Das gibt es dann auch ganz neu im neuen Katalog. Und benutze dann noch ein Stück von dem weißen Schleifenband. Und ja, da lasse ich euch, glaube ich, jetzt den Zeitraffer laufen, je nachdem, wie lange ich brauche. Ich wähle mir zuerst nur diese beiden Teile durch. Und dann mache ich mir hier einen kleinen Knoten außenrum. Manchmal braucht man da etwas länger dazu. Mal gucken, wie es heute läuft. Ja, ich habe es mir natürlich wie immer zu kurz abgeschnitten, gell? Neuer Versuch, neues Glück. Ich habe es mir ein bisschen länger abgeschnitten, weil da sollte man nicht sparsam sein. Da ärgert man sich nur mit diesem weißen Teil. Da mache ich mir jetzt einfach einen Knoten außenrum. Was soll ich sagen? Heute mag die Kamera nicht. Ich glaube, die hat eigentlich zu schönes Wetter. Ich habe die Karte fertig gemacht. Das heißt, ich habe hier oben ein Schleifchen oder ein Knoten hingemacht, mir das noch abgekürzt. Und noch ein bisschen mit Glitzersteinchen gearbeitet. Hier in der Mitte habe ich eine Perle gesetzt, aus diesen Kreativperlen, geteilte Leidenschaft. Das heißt, die bekommt ihr auch bei diesem Set mit, das ihr bestellen könnt, zwischen 1. und 31. Mai. Und hier oben habe ich versucht, Perlen mit Glitzersteinen zu kombinieren. Ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, mache ich wieder weg. Aber ja, ist jedem selber überlassen. Und wenn man hier aufmacht, habe ich auch hier noch zwei Perlen hingesetzt. Somit glitzert die Karte natürlich ein bisschen mehr und ich finde, sie sieht ganz hübsch aus. Ich hoffe, die Kamera bleibt jetzt zum Ausklang noch an. Ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, euch gefällt die Karte. Wie gesagt, hier die Baby-Variante ist natürlich auch total süß, wenn da ein Bildchen rauskommt. Und ja, kann man für jede Gelegenheit wieder einsetzen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache 2 Wochen Urlaub. Ich glaube, das verschiebt sich noch ein bisschen. Das heißt, ein Video kommt wahrscheinlich noch und dann mache ich 2 Wochen Urlaub. Von dem her, bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.